Beton. Betonungstutorial. Tautologie, Doppeldeutigkeit, Redundanz, Weitschweifigkeit, Idioms, Wortspielereien in Praxis. Wo die Betonung unterscheidet, hilft zum Beispiel. Dieser Mann? Dieser Mann. Ist das warm? Ist das warm? Ist das ein Betrug? Ist das ein Betrug? Ich gehe hoch. Ich gehe hoch. Lachen ist nicht gleich Lachen. Vom Grinsen dabei noch ganz abgesehen. Das Hahaha ist so das offenste Lachen, ne? Also wenn man sich wirklich offen über was amüsiert. Das Hehehe ist eher so dieses Schadenfrohe, ne? Dieses Und dann gibt es noch das Hihihi, was eher so versteckt ist, so dieses Das ist so das Hihihi. Und beim Hohoho, das kommt eher so bei schlüpfrigen Sachen, ne? Also so oder politisch unkorrekt, so Und insofern muss man da immer genau drauf achten, wer wie lacht. Und was mit der Nase? Das mit der Nase, das ist das Nasenlachen. Das habe ich ja, irgendwie erfunden bzw. entdeckt, weil das die Gelotologen noch nicht aufgeführt haben. Das ist ja dieses ne, das kommt so, wenn man sich nicht richtig traut und es trotzdem aber herauslassen will. Und da kommt dann auch manchmal anderes raus. Der Ton macht jedoch nicht immer die Musik. Zum Beispiel Aussprache. Seine Aussprache war so wie die des Demosthenes seine, wenn er den Mund voller Kieselsteine hatte. Viele entdecken erst bei Aussprachen, zwecks Beseitigung kleiner Missverständnisse, dass sie Todfeinde sind. Weiter geht's. Laufen sie rund, gut gelaufen, zu weit gehen, Gang, gegen dich in der Hand haben, Hand anlegen, einschlafen, breitschlagen, im Sande verlaufen, Sand in die Augen streuen, hinters Licht führen, ein Licht aufgehen, Ausschuss, Nachrichten, Zähne zeigen, verbissen. Verbissen. Ihm werde ich die Zähne zeigen. Heute muss es sein. Das wird so cool. Denn ich gehöre nicht zu den Feigen, denk ich beim Zahnarzt auf dem Stuhl. Frei, Freigang. Unsere Umgänge sind frei. Aber nicht umsonst. Jedem ist es freigestellt, mitzukommen. Wir geben unter anderem Wissenpreis und der Gast zahlt hinterher den Preis.